Hi, ich bin Iris und heute gibt es eine Rezension zu When It's Real, wahre Liebe überwindet alles von Erin Watt. Und in diesem Buch geht es um zwei Protagonisten, die sehr unterschiedlich sind. Also zum einen geht es eben um Oakley und er ist ein Popstar und ja, hat ganz viele Fans und ist als Kind quasi zum Star geworden. Sein Problem ist aber, dass sein Image ziemlich am Arsch ist. Und seine Manager ihm deswegen eine Fake-Freundin zur Seite stellen wollen, damit er eben wieder ein besseres Image hat. Denn zurzeit sieht es sehr schlecht aus und zwar so schlecht, dass niemand mehr mit ihm arbeiten möchte, weil sein Image so schlecht ist. Und ja, um das zu ändern, wie gesagt, kommt eine Fake-Freundin und diese ist Vaughan. Und Vaughan ist eben dieses bodenständige und liebe Mädchen, das ja ihm wieder auf den richtigen Pfad führen soll. Vaughan selbst macht das Ganze aber nur, weil sie sehr, sehr viel Geld dafür bezahlt bekommt. Denn als sie 15 war, hat sie beide ihre Eltern verloren. Und seitdem versuchen sie und ihre große Schwester, ihre zwei kleinen Brüder, die Zwillinge sind, ja, eben groß zu ziehen und denen ja, ein ganz normales Leben zu schenken, bereiten, wie auch immer. Und um das eben zu ermöglichen und damit natürlich auch die zwei Kleinen eben dann aufs College gehen können, nimmt sie dieses Angebot an und wird für ein Jahr die Fake-Freundin von Oakley. Und kommen wir zuerst zum Schreibstil. In diesem Buch wird ständig die Perspektive gewechselt. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das bei jedem Kapitel so war. Also sie wechseln nicht nach jedem Kapitel die Sichten, aber es steht halt dann auch immer, wer gerade erzählt. Ich zeige mal kurz ein Beispiel. Und zwar wird nämlich bei jedem Anfang eines Kapitels gezeigt, wer derjenige ist. Also entweder mit einem er oder eben mit einer sie. Aus welcher Sicht man im nächsten Kapitel lesen wird, das wird am Anfang des Kapitels angezeigt, was ich ziemlich gut finde, weil man dadurch eben irgendwie viel leichter reinkommt und sofort weiß, okay, ich bin jetzt gerade bei Oakley oder ich bin gerade bei Vaughan und so sieht's aus. Also von daher haben die das echt super gemacht. Und es gibt auch noch, was wieder die Gestaltung betrifft, am Anfang von jedem Kapitel erstmal ein paar Twitter-Einträge, Posts, die dann eben immer mit diesem Strich an der Seite gekennzeichnet sind. Und zwar an beiden Seiten, aber ich möchte das Buch nicht so weit aufmachen, weil ich Angst habe, da eine Leserille reinzumachen. Aber auf jeden Fall, die Gestaltung war ziemlich gut, auch wenn ich kein Twitter habe. Bin ich mir ziemlich sicher, dass genauso wie hier bei jedem Namen davor so ein @-Zeichen ist. Und ja, von daher hat mir das ziemlich gut gefallen. Und also was die Gestaltung betrifft. Und auch dieser Perspektivenwechsel, den fand ich auch richtig gut. Weil mir nicht immer alle zur gleichen Zeit sympathisch waren, aber dazu später mehr. Der Schreibstil allgemein ist eigentlich sehr schlicht gehalten. Es wird aus der Ich-Perspektive geschrieben und man kommt ziemlich schnell durch das Buch durch. Und ich weiß nicht, ob es an den Charakteren oder am Schreibstil liegt. Auf jeden Fall gibt es in diesem Buch einige witzige Stellen, bei denen man eben loslachen muss oder, keine Ahnung, bei denen man Selbstrot anläuft, weil es so peinlich ist, was in diesem Buch passiert. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man mit den Charakteren mitfühlt, was wahrscheinlich auch am Schreibstil liegt. Kommen wir aber zu den Charakteren. Und zwar gibt's einen Punkt, der mich bei Vaughan anfangs etwas gestört hat. Wahrscheinlich wird es auch viele andere stören, die dieses Buch beginnen werden. Und zwar hat Vaughan am Anfang des Buches einen Freund. Und hat den auch immer noch, als sie diese Fake-Beziehung beginnt. Obwohl sie ihm Bescheid sagt, aber das fand ich irgendwie ein bisschen blöd. Aber nach und nach kann man verstehen, wieso und warum. Und irgendwann ist es einem auch voll egal. Und man denkt sich nur so, okay, gut, dass das und das passiert ist, weil das und das ist nicht so toll. Aber auf jeden Fall war das so ein kleiner Punkt, wo ich mir anfangs so dachte, oh mein Gott, nein, es wird irgendjemand betrogen und irgendwer wird am Ende auf jeden Fall verletzt sein. Was dann auch passiert, aber mir hat es trotzdem gefallen. Ansonsten, Oakley war zu Beginn auch nicht gerade so der Sympathieträger schlechthin. Also Oakley ist halt schon sehr eingebildet und gerade wenn man dann eben aus der Sicht von Vaughan liest und die Präsenz so von Vaughan mitbekommt, wie er dann so in den Raum kommt und einen auf großen Macker macht. Und ja, er ist anfangs schon ein bisschen sehr wie ein kleiner Hosenscheiß darüber gekommen, dem das Geld nur so in den Arsch gesteckt wurde. Aber Gott sei Dank hat sich das auch wieder geändert. Also dieser Eindruck ist nicht geblieben. Es kam mir nur anfangs so vor. Vaughan auch, aber Vaughan war eigentlich eine sehr, sehr sympathische Protagonistin und ich mochte sie sehr gerne. Sie hat Grips gehabt und sie war cool drauf und hat sich nicht so einschüchtern lassen. Und von daher mochte ich sie echt gerne. Oakley,
der ändert sich auch noch, oder besser gesagt, wenn man aus seiner Sicht liest, dann kann man ein bisschen mehr verstehen, wieso, weshalb, warum. Aber ja, wie gesagt, anfangs war ich ein bisschen verstimmt, vor allem was halt eben diese sie hat einen Freund Sache betrifft und weil er, naja, nicht so der netteste Typ ever war. Aber das ändert sich und von daher mochte ich die Protagonisten vor allem dann so, sagen wir, ab den ersten 100 Seiten sehr, sehr gerne. Und dann geht's zur Handlung. Also es war nie wirklich richtig langweilig, denn wenn man so das Gefühl hatte, okay, jetzt wird's aber langsam langweilig, dann kam wieder irgendwas und es wurde wieder spannend. Von daher war das auch ziemlich gut. Was ich noch zu dem Buch sagen möchte, ist, es ist kein Erotik- oder New Adult Buch, es ist ein Young Adult Buch. Und ja, das heißt, die Protagonisten verlieben sich einfach nur und es gibt ein, zwei Küsschen, würde ich mal sagen, die ein bisschen intensiver sind. Und die schlafen noch einmal, was aber nicht wirklich beschrieben wird. Also würde ich sagen, ist es ein Young Adult Buch, weil die erotischen Szenen, die es gibt, da nicht irgendwie ausprägsam beschrieben sind. Und wie gesagt, von daher, Young Adult Buch hat mir aber auch richtig gut gefallen. Es hat mich total an einen Teenie-Film erinnert. Also wenn ihr wisst, was ich meine, ich habe wahnsinnig gerne Teenie-Filme angesehen, in denen sich einfach nur die Protagonisten verlieben und alles so schön ist und dann hat man dieses Feeling und das ist alles toll. Und dieses Buch vermittelt einem dieses Gefühl auch. Und während dem Lesen hatte man einfach so das Gefühl, ja, ich weiß nicht, wenn ihr auch so Teenie-Film verrückt seid, dann werdet ihr wissen, was für ein Gefühl man da hat, wenn man sich so einen Film anschaut oder wenn man eben dieses Buch liest. Es ist halt einfach so ein tolles Gefühl. Ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Es ist einfach so süß und es macht Spaß und keine Ahnung. Also von daher, was Gefühlsmäßige betrifft während dem Lesen, war ich auf jeden Fall voll dabei. Also mich hatte das Buch total. Und ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, es zu lesen. Ich kann es euch empfehlen, falls ihr auch auf Teenie-Filme steht oder falls ihr eben ja auf so leichte, süße Liebesgeschichten steht. Der einzige Grund, warum ich dem Buch keine 5 Sterne geben konnte, ist, weil es mich nicht umgehauen hat. Also ich wusste, nachdem ich den Klappentext gelesen habe, schon ungefähr, in welche Richtung es gehen wird. Und genau das, also das Buch verspricht nicht so viel. Es gibt genau das, was es eben verspricht. Und das fand ich gut, deswegen hat es 4 Sterne von mir bekommen, weil es mich eben total unterhalten hat und weil ich die Charaktere mochte, weil ich mit denen mitgefühlt habe und weil die mir einfach eine tolle Geschichte geliefert haben über diesen, ich glaube, 500 Seiten, oder? Es sind so 470 Seiten und von daher, ja, haben mir diese 470 Seiten richtig Spaß gemacht. Durch den Schreibstil ist man auch echt schnell durchgekommen und wie gesagt, es war schön. Und ich kann es euch empfehlen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt ein Highlight ist, aber auf jeden Fall ein tolles Buch, wenn man eben auf Teenie-Geschichten und Teenie-Dramen steht. Und ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann würde ich sagen, war es das auch mit meiner Rezension. Ich glaube, ich habe genug geredet. Ansonsten, wenn ich noch was Schlechtes, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe noch nicht wirklich was Schlechtes gesagt. Wenn ich etwas Schlechtes über dieses Buch sagen muss, dann würde ich sagen, dass es kitschig ist. Es ist auf jeden Fall kitschig. Also wenn ihr nicht auf Kitsch steht, dann lest dieses Buch nicht. Es ist einfach, wie gesagt, eine kitschige, süße, tolle Liebesgeschichte. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, falls ihr das Buch schon gelesen habt und wie ihr es fandet. Oder stimmt hier oben ab und ja, gebt auch gerne Bescheid, ob ihr das Buch lesen wollt oder nicht. Und ansonsten würde ich sagen, das war's von diesem Video.